Neue Woche, neue Frische. Hätte ich nicht gedacht, dass Russland besser laufen wird als Japan. Wobei Japan war schnell, aber da gab es halt so ein paar mehr oder weniger kleine Aktionen. Aber erst einmal allerseits und willkommen zurück bei F1 2018. Der große Preis der USA. Und wenn wir das Vertragsziel erreichen möchten, schaffen möchten, müssen wir Platz 8 erreichen oder besser. 5 Punkte, 2 haben wir. 3 bräuchten wir noch, aber 3 gibt's nicht. Schnellste Runde ist ja nicht mit Platz 9. Das wird was bei F1 2019 dann. Ich finde diese Regel ja... Ich sag mal nichts dazu. Unübersichtlich. Das trifft's ganz gut. Gelbe Reifen, rote und lila Reifen und das Wetter sagt hier, ich möchte immer das gleiche Bild liefern, im Qualifying und auch im Rennen. Bewölkt mit Sonne. Nichts anderes. Da haben wir es nochmal, 3 Punkte fehlen uns noch, letztes Rennwochenende für dieses Ziel und beim Antrieb sieht es nicht gut aus, beim Chassis sieht es auch nicht wirklich gut aus, aber bei der Aero und die Strecke hier wird uns auch wieder etwas entgegenkommen. Mehr als Spa auf jeden Fall, aber nicht so gut wie Suzuka. Gut, na dann legen wir gleich mal los. Die Ampeln schalten jeden Moment auf grün hier in Austin, Texas. Wir sollten also gleich die ersten Autos auf der Strecke sehen können. Willkommen zum freien Training beim großen Preis der USA. Natürlich liegt der Fokus hauptsächlich auf den Fahrern. Aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Diese Typen sind so akribisch. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. Das Wetter, also erstmal gar keine Wolke am Himmel, aber das verzieht sich schnell, dieses Wolkenfrei. Oh, stark bewölkt, wird es noch regnen? In 15 Minuten schon stark bewölkt. Noch kein Regen bei Minute 20. Regen bei Minute 30, okay. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Oh, starker Starkregen. Stürmischer Starkregen. Sie sind also viel wert. Trocken T2, Trocken T3. Okay, wir fahren gleich raus, Teamziele gucken. Sektor 1 und 2 und Beständigkeit, 5 Kurven aneinander rein und mal wieder die Autoeinstellungen. Setup. 6, 5, Heckflügel, ja gut, wir haben viele Kurven. Ich mach mal 6, 2 daraus. Wegen der Geraden, wegen Startziel und der Gegengeraden. Wegen den beiden DRS-Zonen. Gut, ich kümmere mich um die Änderungen. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Los, 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 los. Es soll regnen. Stark, stark regnen. Die Aktion vom Toro Rosso zu rennen beginnt, wo es uns in Kurve 1 in Japan rausgeschmissen hat. Es war wieder sowas von, ich bin ein Hauch neben dir, aber auch nur ein Hauch und zieh trotzdem meine Nase dadurch. Wäre eigentlich wieder ein Fall für eine Rückblende gewesen, aber... Naja, ab und zu können ja auch mal Rennen und Fälle dazu. Leider ist die KI hier sehr offensichtlich mit ihren Fehlern, was eher wie wirklich ein Fehler des... Algorithmus des Scripts wirkt nicht wie... Ja, ich kann da nur Grand Prix 4 nennen. Auch da hat man erkennen können, das war also ein Fehler der KI im Sinne von, soll menschlich wirken. Nicht wirklich, aber
Zumindest wirkt es nicht so, aber man kann es am ehesten noch nachvollziehen. Wenn sich jemand verbremst, das sehe ich ja nicht als KI-Fehler an. Aber wenn jemand hauchzart hinter neben mir ist und dann rüberzieht, dann ist das einfach ein KI-Fehler. Wenn jemand sich... Wir fahren nebeneinander her, er auf der Innenseite, fährt so die Kurve an, wie auf der Außenseite. Wenn er sich da verbremst mit stehenden Rädern, dann ist das kein KI-Fehler im Sinne von Fehler im System, sondern, ja, gewollt. So was meine ich halt. Bei solchen Aktionen wie knapp auf der Hinterachse oder die KI bemerkt einen einfach nicht. Ist es einfach ein Fehler an sich, nicht ein gewollter Fehler. Dafür halt der Ausgleich mit der Boxengasseneinfahrt. Auch wenn man da wieder sagen kann, warum musst du da neben mir so fahren? Ja, da war viel Platz. Vielleicht sei es Ausgleich für Kurve 1, die Aktion da. Naja, ich kann es noch besser machen. Hab auch etwas zu viel Platz gelassen bei der Boxeneinfahrt in Japan. Aber ich fahre ja ein Monster auch anders, wenn ich weiß, oh, alte Reifen, jemand vor mir? Okay, dann sehe ich zu, nicht rechts neben ihm zu überholen. Wobei man auch erwarten kann, dass die KI frühzeitig anzeigt, dass in die Box will. Ja, könnte man bei mir in Japan eben auch schwer erkennen, gebe ich zu. Aber die Reifen waren nicht mehr so frisch und ich wollte besonders kein Risiko eingehen. Es war einfach eine Verkettung von ungünstigen Umständen, zumal ich ja mit meinem Fahrfehler zuvor in der Runde auch ermöglicht habe, dass der Kimi so nah rangekommen ist, überhaupt in die Position gekommen ist. Die Runde kann durchaus noch grün werden, darf ich jetzt aber hier nicht verpassen. Sechster Gang fühlt sich etwas untertourig an. Verpasst. 15 Punkte noch, jawohl, Punktlandung für Grün. Aus der Box kommt ein Sauber? Nee, oder? Mehrere Kurven hintereinander meistern. Wieder zu voranstellen. Oh, rot. Toll. Naja, Grün haben wir schon wieder. Das reicht ja hier vollkommen aus. Dennoch will ich hier mehr. Ich will halt wieder schnell das richtige Gefühl finden. Dafür ist die Streckenakklimatisierung kein gutes Programm, aber muss ja gefahren werden, wenn man Ressourcenpunkte haben will. Stand jetzt 6 Zehntel schneller. Update beste Runde. Gasly vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 36,0. Das war wieder der erste Funkspruch. Update beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,40,4. Noch 40, okay. Die Runde schlechter als die letzte. Dafür bin ich jetzt hier in der Rechtskurve schneller. Dafür bin ich jetzt zu weit weg. Vierter Gang ist mir etwas zu hoch. 39,2. Schon? Ist viel zu früh, Jeff. Lüg nicht rum. Wieder den Scheitel verpasst. Das ist die letzte Runde des Programms. Letzte Runde des Programms. Oh, ganz schön viel Schwung bekommen bei der Einfahrt. Zu viel Schwung. Mal eben die aktuelle Teilabnutzung einblenden.
alles zweistellig bis auf das Getriebe. Das haben wir ja erst beim letzten Rennwochenende noch eingebaut. Hinter uns ist ein Red Bull. So, hier ist der dritte Gang gar kein Thema. Absolut angebracht. Und wieder zwei weg. Und der Red Bull ist dran. Fährt er rein? Nee, fährt er nicht. 37,8 und Beständigkeit auch geschafft. Ich kann mit den Ergebnissen arbeiten, aber du kannst das definitiv besser. Du solltest es nochmal versuchen. Verstappen direkt hinter uns, hat uns erst beim Anbremsen angeschoben. Jetzt schon mal fast eine Sekunde Rückstand und jetzt beginnt ja gerade erstmal die freie, schnelle Runde ohne die blöden Tore. Schon fast wieder den ganzen Rückstand rausgefahren. Eben ohne die Tore. Bist du vorhin gelenkt? Das ist mir bisher noch gar nicht passiert in diesem Rennwochenende. Und gleich mal wieder 7/10 Rückstand. Aber auf der Geraden wird es ja tendenziell eh mehr, weil wir jetzt mit weniger Stromeinsatz fahren. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Fahrer vor mir. Magnussen vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 37,8. Start aus dem Kollege. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:34,2. 3,6 Sekunden vor uns. Zeit notiert, wir werden gleich nochmal rausfahren. Hoffentlich passt das noch mit dem Wetter. Apropos Wetter, wobei das hat weniger mit dem Wetter zu tun, aber mittlerweile ist wieder Sommerzeit. Und der nervt es mich jetzt wieder zur Zeit. Wenn ich das freie Training starte, ist es noch zu hell für Licht anmachen. Aber in einer knappen halben Stunde ist es schon wieder viel zu dunkel für meinen Geschmack und ich komme von hier aus nicht zum Lichtschalter. Reifen managen mit den roten Reifen. Ich ja, weiß, dürfen es ist wir noch? Sich ganz und ja. Gar auf das Rennen zu keine Bedenken geäußert. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Alles fertig, wir sind bereit. Hinter uns ist wieder ein Red Bull, aber eher in der Box. In der Box, Box, Box. Ups. Wetterbericht. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. 5 Minuten bis zum Regen. Am das ist doch Quatsch, Chef. Gerade mit Trockenreifen voran. Gut, wir fahren eine Runde, dann passt das hoffentlich. Wird aber schwierig, denn die Strecke ist sehr anspruchsvoll. Auch wie in Suzuka, aber da fällt mir das Ganze eben etwas leichter von der Hand. Du wirst in der nächsten Runde eh nerven. Oh, jetzt kommt noch ein Renault an. Der kommt mit dem Windschatten viel zu gut ran. Der hat auch rote Reifen, ne? Ja. Hier kommt er schon mal einen Ticken besser raus.
Jetzt sowieso mit meiner viel zu Spitzanfahrerei. Ich lasse mal nicht allzu viel Abstand. Ich will mal mich etwas an ihm orientieren. So, hier lasse ich noch etwas schleifen. Damit wir noch etwas Abstand generieren. Und dann geht's los. Schneller ist die bisherige Bestzeit, aber noch hinter der Zielzeit gewesen in Kurve 1. Zu früh der Sechste. Etwas zu spitz hier angefahren. ...1,4 Sekunden schneller. Viertelsekunde über der Zielzeit. Positiv übergesehen. Jetzt wird er uns hier etwas ziehen und... Oh, gar nicht mal so schlecht mit dem Windschatten. 7 Zehntel Vorlauf. 8, 9... Eine Sekunde. Abstand passt zum Red Bull, der wird uns jetzt nicht großartig nerven. Ja, zu schnell rein. Dafür wird dann der Ausgang etwas schlechter. Mit den Reifen komme ich aber gleich mal etwas besser zurecht. 2,5 Sekunden schneller. Sainz mit den gelben Reifen auf Bestzeitkurs. Hab die ganze Zeit überhaupt gar nicht auf die Zustände der Reifen geschaut, also auf den Gesamtzustand. Ich habe da kein einziges Mal drauf geguckt, fällt mir gerade ein. Fällt mir gerade auf. Das war auch etwas zu früh der Siebte, aber gar kein Sechster. Macht aber auch gerade extra langsam. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 34,9. 2 Zehntel hinter uns. Fahrer vor mir. Sainz vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,34,6. Ein Zehntelchen schneller mit gelben Reifen. Das ist halt Renault. Mal gucken, wie lange noch. Spätestens ab Australien rechne ich mit einem anderen Bild. Aber vielleicht überraschen die auch und haben richtig gespart. Wir werden es sehen. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Es gibt wieder Ressourcenpunktabzug. Verstappen bleibt draußen. Herr Verstappen, das ist doch jetzt Ricardo, ne? Vorhin war es Herr Verstappen. Na egal. Red Bull ist Red Bull. Ich guck mal, wie schnell wir auf den roten der letzten Saison waren. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Bestzeit auf den roten, letzte Saison 1,34,9. Und jetzt schon 34,7. Und das war der erste rote Reifeneinsatz. Dass Alonso schon eine Zeit hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber wir sehen es ja gleich. Alonso, erster, okay. Rote Reifen bei ihm. Knappe Sekunde, 19 schneller. 1 Minute 34,7. Mich mit meinem Teamkollegen zu vergleichen, das fiel in der letzten Saison wieder etwas schwierig, da Hülkenberg massiven Leistungsverlust am Ende des oder in der zweiten Hälfte des Rennens gesehen hat. Auf der geraden Temporadar 10.
Dann sehen wir Alonso ja gleich vorfahren. Moment. Das wird schon stimmen, ne? Da ist er. Alonso legt alle los. Autos sind über die Ziellinie. Erster. Und die Top 3 stehen nun fest. Alonso, Hülkenberg und Max Verstappen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. 9 Zehntel sind aber schon mal eine Hausmarke. Das liegt einfach daran, dass er besser gefahren ist, denn unsere Teile sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Inwieweit er jetzt die einzelnen Modi aufgedreht hat? Schwierig. Schwierig, vor allem ohne Beobachtung seiner Runden das Ganze zu sagen. Wird, denke ich, kein Monza-Rennen. Gegenüber dem Teamkollegen überhaupt nicht. So, über 3000 Ressourcenpunkte. Über den 3000 stehen wir jetzt. Training 2, los geht's. Wir müssen noch die Autoeinstellungen beachten. Benzin sparen auf den weichesten Reifen und raus. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Also noch geht's mit den Lichtverhältnissen. Bei Sommerzeit, in einem Monat wird's kein Problem mehr sein, am Ende des freien Trainings. So, nochmal kurz auf die Uhr geschaut. 10 vor 20 Uhr. Ja, in einem Monat wird das passen mit dem Training noch hell genug. Wenn es nicht gerade irgendwie Gewitter gibt und dann die Sonne sowieso nicht scheint oder der Himmel mit Wolken behangen ist. Ich mag das überhaupt gar nicht, in dem dunklen Raum vom PC sitzen. Wie geht's euch da? Ob jetzt vom PC oder einfach vom Fernseher oder ja, allgemein Bildschirm, ob jetzt PC oder Konsole, ist ja schnurzpiep egal. Im Dunkeln spielen oder fern Film gucken? Ich find's doof. Besondere Schlangenlinien werden wieder nicht gefahren. Da wird einfach mal Gas gegeben. Die 90 Grad könnte ich vielleicht noch überschreiten auf der Vorderachse. Oder erreichen. Ja, auf beiden Rädern geschafft und hinten nahe an der 90 dran. Klingt erstmal nicht schlecht. Auch wenn die Räder noch nicht Optimaltemperatur haben. Aus der Box kommt keiner. Die bisher beste erste Kurve, wenn auch wieder gleich wieder ein Rückstand. Wieder. Auf die Zielzeit eingefahren. Keine optimale Linie hier. Hier war ich auf den roten Reifen gefühlt auch schon schneller. 4 Zehntel Rückstand, das ist heftig. Dabei müssen wir eigentlich noch Benzin sparen. Das kann ich diese Runde überhaupt gar nicht machen. Extra irgendwo vorm Gas gehen und drum lupfen. Fünf Zehntel Rückstand. Tolle Wurst. Kostet wieder immens Zeit, diese Linkskurve. Zu viel Randsteinausgangs. Benzin passt, aber die Zeit ganz und gar nicht. Ich schätze mal über eine Sekunde Rückstand. Ja, 1-3. Ich glaube, das Benzinsparen kann ich hier knicken.
Wobei, Benzin habe ich ja gespart. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Nein, jetzt kommt Williams raus. Die Wurst tut dir immer besser. Oh, so noch ein gelb bereifter Williams. Toll. Aber gleich mal 14 schneller. Ich muss Gas geben. Fast eine Sekunde schneller und auf die Zielzeit eine halbe Sekunde Vorlauf. Jetzt bin ich hier zu spät reingegangen, Mist. Das kostet viel Zeit. Auf die eigene Bestzeit nicht, aber auf die Zielzeit. Eine halbe Sekunde noch Vorlauf. Ich muss das jetzt nicht in den letzten Sektor tragen. Sprit muss ich auch noch etwas sparen für Grün. Auf die Zeit gucken, einfach schnell fahren. Nein, rot. Benzin passt. Okay, grün gesichert. Okay, gute Runde, aber da geht noch wesentlich. Ich versuch's, Jeff, ich versuch's. Auch zu früh eingelenkt, Mist. Zielzeitmäßig passt's noch, aber unnötig Zeit liegen gelassen. Viel zu weitläufig hier reingefahren. Und zu weit innen kam das Auto auch wieder rum. Mist. Endlich passt die Haarnadel auch mal. Jetzt haben wir auf die Zielzeit auf. Aber Lila kann ich vergessen, dafür muss ich noch viel mehr sparen. Ich versuche es mal ohne Lupfen, sondern bloß mit Hochschalten. Mist, 2000. Jetzt wird das rundenzeitmäßig nichts mehr. Ja, wobei. Ich bleib dran. Jawoll! Schön. Dranbleiben lohnt sich. Für das Stromsparen an die Autoeinstellungen denken. Update beste Runde. Beste Runde bis jetzt liegt bei 1,34,1. Fahrer hinter mir. Verwarnung die dafür. Zeit beträgt 1 Minute 35,5. 35,5, 1,4 Sekunden, aber ich sehe die gelben Reifen bei denen. Und wir sind ja schon die weichesten gefahren. Vorne 99 Grad, hinten 95 Grad. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ja, die Reifen sind wieder gut runter. Also im Rennen wird es womöglich wieder rote und gelbe Reifen geben. Ja, jetzt wird ihn. Starter als Teamkollege. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten.
Hier in Austin ist die Sonne schön rausgekommen nach dem Ende von T1. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,34,1. Ich will nochmal kurz den Reifenunterschied angucken. Ja. Sieben Zehntel. Okay. Bereit? Ja. Immer schön in den Rückspiegel gucken. Schulterblick ist er nicht. Weg mit dem Impala. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen. Also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen passen gerade am besten. Okay, alles klar. Wetterbericht. Stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Strecke um uns herum ist gerade schön frei. Der Williams, der ist schon weit genug weg und es ist halt ein Williams. Sollte also passen. Überall 88 Grad auf den Reifen. Mehr Schnapszahl geht gar nicht. 77 Grad wird mit den Trockenreifen sehr schwierig möglich sein und 99 Grad, vor allem Hinterreifen auf 99 Grad bringen, das ist auch eine Leistung, die man so schnell wohl nicht sehen wird. Sparen. Ich werde jetzt erstmal auf Mittel fahren. Und komme ein Stück zu weit nach außen. Die Strecke vor uns bleibt frei, davor sind ja bleibt da vorne. Als Vordermann. Zeit eben zur Spitze angefahren. Hoppala. Auto noch gefangen. Ja, der erste sagt das nicht gut. 14 auf der Zielzeit, das ist zu schlecht. Oh, was war das? Das klang böse. Gar nicht nochmal? Sollte ja. Ist eine Aufzeichnung. Cool. Hinter uns ist weiterhin ein Williams. Gut, diese erste Runde können wir vergessen, aber es ist ja schon mal ein ganz guter Indikator für den gesparten Strom. So, auf den beiden Geraden, wo auch der ist, das kann ich gerne mal auf hochschalten. Dann kommen wir locker noch in den lila Bereich, schätze ich. Wobei, so locker, wie ich jetzt oben den weißen Balken sehe, wird es vielleicht doch nicht. Mit den beiden hochstellen. Auf den
kurz ein Stück fahre ich mal übers Mittel. Die Runde war zu langsam, wir mussten schneller werden. Jetzt kommt ein Sauber raus. Noch ist er weit genug weg, aber da fährt er jetzt noch etwas langsam. Halbe Sekunde Rückstand auf die Bestzeit. Das sind auf jeden Fall nicht nur die härteren Reifen. Auf keinen Fall. Nee. Der Stromspar-Teil des freien Trainings wird wohl zu knifflig. Wobei, jetzt holen wir klar auf der Geraden wieder auf. Ich habe jetzt nicht hoch eingesetzt. Aber jetzt im letzten Sektor, wir haben kaum Vorsprung, das wird schwierig. Mit einem Sauber vor der Nase. Dreizehntel aufholen, okay. Sauber hat zum Glück nicht genervt. Gut. Auch rote Reifen bei ihm. Jetzt nervt er aber auf jeden Fall. Wir sind zu nah dran. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Fahrer hinter mir. Verstappen liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 34,5. So wie wir, ne? Also die letzte Runde war eine 34,5. Zeit, letzte Runde. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,34,5. Und Fahrer vor mir. Hartley vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 33,8. 7 Zehntel schneller. Im Vergleich zu unseren Roten. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Start aus dem Kollege. Fernando gerade auf P2. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,33,8. Start aus Konkurrent. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Naja, ich hab's noch gepackt. Das zu fragen. Schade, 34,5, aber mehr weiß ich nicht. So genau habe ich mir die Zeit nicht gemerkt, aber wir können sie ja gleich nochmal ablesen. Das ist nämlich unsere beste Zeit auf roten Reifen. Die paar Hundertstel machen es nicht aus, aber da gucke ich gleich nochmal nach. Sektor 1 gehört uns. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 34,1. Ich hoffe ja nochmal, dass wir die Zeit auf den roten Reifen nochmal knacken werden. Halt, ich muss noch die Alonso-Zeit notieren, der ist ja jetzt schon wieder gefahren. Wir haben ja gerade vor der Box nochmal nach ihm gefragt. Rote Reifen? Na gut, unsere Bestzeit war auf Lilas, deswegen dürfen wir dem Ganzen nicht so trauen. Immer noch 7 Zehntel hinter Alonso.
Er ist nur 8000stel langsamer als in T1. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hülkenberg, Sainz Junior und Sergio Perez. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Die beiden Renault ganz vorne und mit 4 Vorsprung auf Perez. Ich habe noch gar nicht den Verlauf angezeigt, ne? Ich habe zwar die einzelnen Abteilungen angezeigt, aber ich glaube, der Verlauf, der fehlt noch. Und wenn nicht, dann auch nicht so schlimm. Ich zeig's mal ganz kurz. Wer sich wie zu diesem Rennwochenende verbessert hat. Und ob überhaupt. Renault nicht, dafür Mercedes ganz doll. Mal gucken, ob die auch wieder aufs Podium fahren können. Und überwiegend wird jetzt geschlafen bei den letzten 4 Rennen vielleicht. Mal gucken. Da erspart wohl wer, um andere Teile für nächste Saison mit übernehmen zu können. Die beiden Sektoren fehlen jetzt noch. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Gerne doch, sehr gerne. Auf dieser tollen Strecke mit diesem tollen Kurvenwagen. Wetterbericht. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Schön schnell die Runde fahren. Ich will jetzt die wärmsten Reifen sehen an diesem Rennwochenende nach der Outlap. Hinter uns ist niemand gefolgt. Strecke noch frei im ersten Sektor, soweit wir das auf der Streckenkarte sehen können. Ja, die schlafen noch. Der frühe McLaren fängt irgendeinen Wurm. So, im ersten Sektor. Auf der Geraden fahren wir auf Fett. Und dann gleich zu Beginn des zweiten Sektors auch. Mir ist zu früh eingelenkt. Zwecks Benzin im Rennen habe ich einen Plan. Ich werde jetzt hier hinten nicht mehr umschalten. Dafür nehmen wir dann etwas Minussprit mit. Aber hier kann ich nochmal umschalten. Mache ich auch. Wäre dann doch etwas zu viel. Also CZ-mäßig passt noch eine Sekunde Vorlauf, aber jetzt habe ich es gerade verkackt. Zwar nicht diese Runde, aber alles andere ist gut gefahren. So, jetzt bin ich auf einmal eine Sekunde langsamer. Jetzt fahren wir wieder fett. An dieser Stelle müssen wir auch wieder anfangen, uns vom Vordermann, vom Hintermann abzusetzen. Ohne den Wagen zu verlieren. Volle Leistung ist hier.
35,9. Da muss mehr kommen, keine Frage. So, im dritten Gang geblieben, gleich mal 4 Zehntel schneller. Fällt mir ganz gut. Etwas zu viel verzögert. Was für ein Fleck da rechts. Die Runde kann ich womöglich vergessen, aber mal gucken. Vielleicht doch noch. Aber 8 Zehntel über eine Sekunde hole ich jetzt nicht mehr auf. Wir brauchen ja 3 grüne Runden hintereinander. Für Lila auf dem schnellsten Weg. Die nächste Runde muss wieder sitzen. Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern. Aber es war der beste letzte Sektor. Oh Mann. Vollgas. Auf Vollgas geblieben. Voll stur und nicht mehr runtergehen wollen. Aber Wagen beisammen behalten. Wieder zu stark verzögert. Gar nicht schlecht angebremst, aber zu lange verzögert. Zu stark. Hier liegt ja noch Zeit versteckt in der Kurve. Persönliche Bestzeit. 14 auf die Zielzeit genau vorlauf. Was wir haben. Weiter. Diesmal etwas sanfter herausbeschleunigt. Und auch etwas mehr Ranschen im Spiel. Er ist viel zu weit außen angefahren. Zehntel auf die eigene Bestzeit Vorlauf. Mist. So viel Reifen stehen gelassen für meinen Geschmack. Schön, was man hier hinten für eine Linienwahl hat. Bei den aneinandergereihten Kurven. Und zu weit weg vom Scheitel. 34,7. Reicht aber dennoch nicht für Alonso.
2000. Jetzt sogar mit der Zielzeit im roten Bereich. Bestzeitmäßig wird das nichts mehr, zielzeitmäßig muss es noch werden für Lilan. Die Runde muss noch grün werden. Zielzeitmäßig noch im roten Bereich, aber nicht weit weg von der Bestzeit. Jetzt auch näher am Scheitel dran. 2 Zehntel auf die Zielzeit Vorlauf. Oh. Fahrer vor mir. Verstappen vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,33,8. Neun Zehntel vor uns. Rick hatte noch mal etwas mehr. Die roten Reifen lassen sich schon mal etwas länger am Leben halten. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Vorderreifen bei 100 Grad. Hinten 96, 97. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Fahrer hinter mir. Grosjean hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 34,8. Boxenstopp in dieser Runde. Zehntel hinter uns. In dieser Runde. Start aus dem Kollege. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Start aus Konkurrent. Für diese Information fehlen uns der schnellste Runde insgesamt. Der Heli ist verschwunden. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1,33,5. Der ist doch, glaube ich, gerade im Nichts verschwunden, oder? Muss ich nochmal gucken. Aber das wirkte gerade so. Fünfhundertstel waren wir mit diesen roten Reifen schon schneller. Ach nee, wir sind ja schon sogar eine 34,5 gefahren vorhin in T2. Keine Verbesserung auf den roten Pneus. Schade, aber sind wir auf Fett gefahren. Alonso fährt jetzt raus. Wir auch gleich wieder. Alles klar. Gut. Ein Rosalie. Ein Haas auf der Strecke. Dem können wir uns ja mal ein klein wenig anschließen, wenn es geht. Ich schätze mal, er wird auf roten Reifen fahren. Aber mal gucken. Ja, die lila Reifen sind auf jeden Fall Qualifying-Reifen. Die funktionieren gleich auf Anhieb besser im ersten Sektor als die warmen roten Reifen. Hinter uns ist keiner und der Haas ist gerade weit genug weg. Den Abstand könnten wir so beibehalten, wenn wir damit nicht zu langsam sind.
schon mal anfangen, sich einzuschießen. So richtig, auch mit dem entsprechenden Modi. Mal gucken, wie lange wir auf dem Strommodus 5 fahren können. Ja, also wird das nichts mit einschießen. Der Hase ist jetzt auch über alle Berge. Zu schnell rein. Auch hier zu schnell rein. Anderthalb Zehntel noch Rückstand auf die Zielzeit. Vielleicht wird das noch was mit Grün. Verbremst, es wird nichts mehr, oder? Mist! Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm. 33,1. 4 Strom haben wir ja nicht mehr. Halbe Leiste noch. Okay, die Runde kann ich vergessen. Das ist jetzt schon mal eine halbe Sekunde. Na, ob die Reifen dann noch frisch genug sind, denn die Zeit orientiert sich ja nicht an der Reifenabnutzung. Die bleibt ja immer auf einem Punkt beim Qualifying-Tempo. Qualifying halt. Jetzt schon 10% runter. Noch nicht ganz, aber nah dran. Hinter uns ein Ferrari. Status Konkurrent. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Und Status dem Kollege. Fernando gerade auf P7. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 34,2. Sekunde hinter uns. Aber wir haben jetzt auch alles aufgedreht, aber die Runde war noch nicht so gut. Sie hat aber noch in Ordnung gebremst, aber zu viel Randstein mitgenommen. Zwei da außen. Drei Zehntel auf die eigene Bestzeit, oh Mann. Und noch zwei Zehntel. Wenn der Rest jetzt einfach perfekt läuft, dann kann das noch was werden. Ist weiter außen. Die Runde kann ich knicken. Ja.
Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Schade, nur das Qualifying Time haben wir nicht gepackt. Das hätte in der ersten Runde schon klappen müssen. Mist. Damit sollte mir auch klar sein, dass es auf roten Reifen nichts wird mit weiterkommen in Q2. Aber ich hoffe auch inständig, dass, wenn wir auf Lilas fahren in Q2, auf gar keinen Fall ins Q3 kommen. 33,1 unsere aktuelle Bestzeit und in der letzten Saison war es eine 1,33,9 und da war Hückenbergs Bestzeit auf den auch Lilas 32,8. Unsere beste Runde bei 1,33,1. Hückenberg, dem gehören alle Sektoren. Oh, auf gelben Reifen eine 34er bei Alonso. Dann fällt uns ja bloß eine Zeit auf lila Reifen bei ihm. Er war auf roten Reifen 6 Zehntel, etwas mehr als 6 Zehntel langsamer als wir auf lila Reifen. Autoeinstellung. Haben wir eigentlich den letzten Sektor? Nee, den haben wir auch nicht gepackt. Zweiter Sektor, Entschuldigung. Aber das ist ja der letzte, den wir noch vor uns hatten. Wenn es bloß zwei sind und der erste ist, dann ist der zweite der letzte. Gut, Auto will ich so belassen, aber upsa. Teile werden noch gewechselt. Nicht die ganz frischen. Meinetwegen ist 1% da. Ganz frisch habe ich für Brasilien vor. Das letzte Teil, die 9 von 9. Behalte immer deine Reifenabnutzung im Auge. Am Ende jeder Session müssen wir 2 Reifensets zurückgeben, die dann nicht mehr für das restliche Wochenende zur Verfügung stehen. Die am meisten abgenutzten Sets werden zurückgegeben. Pass also auf, welche du später noch nutzen möchtest. Zweimal 2%. Okay. Das steht dann also soweit. Und ich hoffe, ich kann noch etwas Gas geben. Also klar, die Zeit 33,1 muss auf jeden Fall unterboten werden. Ansonsten werden wir Letzter. Aber wie weit und wie genau es gehen wird, das sehen wir mal. Irgendwas zu beachten? Nö, ne? Ressourcenpunkte habe ich nicht vorgelesen, sei es drum. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hülkenberg, Perez und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Oh, gescriptet war Alonso 7 Zehntel hinter uns mit den Reifen, die über 1 Sekunde langsamer sein sollen. Aber ist er nur gescriptet, aber könnte uns auch im Qualifying wieder widerfahren. Schlecht war das Training nun nicht, aber mit dem nötigen Feingefühl bin ich noch nicht zufrieden. Das fehlt nämlich noch. Über Q2 kommen wir, glaube ich, stark nicht nach dem freien Training hinaus. Das Q2 erreichen, das ist auch mein Ziel. Viel besser muss es auch gar nicht werden, wegen der Reifenpflicht, falls wir ins Q3 kommen sollten. Aber da sehe ich uns bei weitem nicht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.